Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGaddon. In der heutigen Folge hatte ich euch mal vor, einige Radius Level 9 Bases vorzustellen. Ich schätze mal, einige von euch sind Radius Level 9. Falls ihr noch andere Rathausstufen sehen wollt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Die erste Base, die wir hier sehen, also ich werde euch nicht von einer Kategorie Bases vorstellen, sondern einmal eine Trap Base, einmal eine Farming Base und einmal eine Trophy Base. Die erste, die wir hier sehen, hat Trap-Faktor. Und wieso? Weil die Mauern hier unten geöffnet sind. Was ist der Vorteil an Trap-Base? Der Vorteil an Trap-Base ist, dass man da eigentlich relativ schwer zwei Sterne holen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit Riesen angreift, werden die Riesen wahrscheinlich hier reingehen und dann werden die zu 90%iger Wahrscheinlichkeit von der Sprungfalle getroffen. Oder von der Bombe her, aber ich schätze mal, die werden auch von der Sprungfalle getroffen, da die Riesen ja zu den Verteidigungsgebäuden laufen wollen. Und der Vorteil ist noch, wenn die Riesen dann da drin sind, einige sind schon weggeflogen, dann gehen die ja immer weiter, die werden noch nicht in die Mitte laufen, die werden erstmal alle Verteidigungsgebäude außen zerstören, da hier ja keine Mauern zwischen sind und deswegen werden die hier hinlatschen, sozusagen ihr Todesurteil unterschreiben. Dann ist hier noch eine Sprungfalle, denn erwarten die hier noch einige Riesenbomben und das ist halt der Vorteil in dieser Base. Im Übrigen kann man, glaube ich, auch noch das Rathaus reinstellen, ne? Also der Vorteil ist auch noch, dass Luftfeger in der Mitte steht, was man eigentlich relativ selten sieht. Moment mal, ich will kurz ausprobieren, ob das wirklich mit dem Rathaus geht. Komm, du gehst rein. Dankeschön. Eigentlich müsste das reinpassen, ne? Ah! Ah, ja, das ist, wenn man etwas ein bisschen verstellt, dann, wenn man die Mitte ein bisschen verstellt, dann müsste es eigentlich einigermaßen reinpassen. Ja, irgendwie klappt das schon, muss man halt ein bisschen schauen. Dann, die Ressourcen sind eigentlich auch relativ gut geschützt, da die Magie. So, es gab einen kleinen Cut, ich wurde wieder gestört. Ist ja nichts Neues mehr, ist ja nichts Neues mehr. So, die Ressourcen sind eigentlich auch relativ gut geschützt, da die Magiertürme jeweils zwei Lager abdecken und die Minenwerfer sind auch noch recht weit mittig. Die X-Bögen stehen mittig, der Luftfeger ist in der Mitte. Das einzig, na, nicht so vorteilhafte an der Base ist, dass, wenn wirklich jemand mit Riesen etc. angreifen sollte, dass die Reaktivierungskosten der Truppskis, der Fallen etwas teuer wird und deswegen kann das schon mal tief in die Tasche gehen. Aber sonst finde ich, wenn man auf Pokéjagd ist, kann man diese Base gut verwenden. Wie gesagt, das Rathaus kann man irgendwie noch in die Mitte einbauen. Ressourcen sind relativ gut geschützt. 50% Faktor ist hier auch nicht relativ hoch. Da, wie gesagt, die Riesenbomben, wenn da noch so ein paar Bogenschützen oder Magier da sind, dann werden die schnell zerstört. Dann sind auch noch die Magiertürme hier zur Stelle, die geschützt werden. Also, ich würde sagen, das ist eigentlich eine relativ geile Base. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen für Pokis jagen. Rathaus in die Mitte einbauen und dann klappt das schon. So, jetzt kommen wir auch zur Farming Base. Die Farming Base, die ihr schon seit Monaten gesehen habt. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dieser Base. Die hat so viele Verteidigungen ausgehalten. Und ich kann euch auch mal sagen, wieso. Magiertürme. Guckt es euch an, wie recht weitmittig die sind. Decken auch zwei Lager ab. Die Luftabwehren denken die ganze Base ab. Die X-Bögen sind perfekt in der Mitte. Die Clanburg in der Mitte. Und man kann die auch relativ schwer rauslocken, denn nicht, wenn man hier so einen Riesen oder so hinsetzt, der wird entweder von der Sprungfalle oder von der Riesenbombe, eher nicht zerstört, aber von der Sprungfalle weggesprungen. Und hier ist genau dasselbe. Wobei, ich kann gerade eine kurze Verbesserung machen, fällt mir auf. Indem ich die Bombe weiter mittig stelle und dann die Sprungfalle hier hin, sodass die Riesen erst in die Sprungfalle laufen, falls hier wirklich mal jemand eine Klamburg versuchen sollte rauszulocken. Weitere Vorteile sind, die Bogenschützentürme und die Kanonen sind sehr gut verteilt und außerdem sind die Mauern sehr nah an den Bogenschützentürmen ran. Natürlich, ich habe auch schon Basen gesehen, wo die Mauern irgendwie ganz weit, ich kann das jetzt nicht zeigen, ne? Wir nehmen einfach mal die Mauer, ganz schlecht, also hier ungefähr war dann so solche Lücken, wo man auch noch Truppen reinspawnen konnte und ja, das bringt eigentlich nichts. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Luftfeger eigentlich relativ weit mittig steht. Moment mal. Ich glaube, ich sollte ihn eher in die Richtung... Ich sollte ihn eher in die Richtung zeigen lassen, weil dann die Angreifer gezwungen werden, von dieser Seite anzugreifen und dann brauchen die halt länger, bis der Luftfeger weg ist und deswegen, glaube ich, ist es so sinnvoller, oder? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, falls einer von euch Ahnung hat, wie ich den am besten einstellen sollte. Weitere Vorteile. Helden stehen schön weit mittig, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist der Vorteil an der Base. Die Teslen stehen auch, ja, mittig nicht, aber die sind gut verteilt. Einfach, das meiste an der Base ist relativ gut.
Ich habe auch schon sehr viele positive Resonanzen von der Base gehört. Ich habe die ja schon öfters gesehen, wenn ich mal jetzt durchklicke in den Angriffen. Und dann sehe ich die immer öfters ein bisschen anders verteilt von den Verteidigungsgebäuden her. Aber naja, so der Grundbau ist gleich. Und deswegen würde ich die wirklich als Farming Base empfehlen. Falls ihr Ratslevel 9 seid, eine Farming Base sucht, die kann ich wirklich nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zur Trophy Base. Wie man sieht, das Rathaus steht relativ weit außen, aber das macht nichts. Ich kann euch sagen, wie gut diese Base ist. Ich habe mich mal in einer Nacht in Kristall 2 gedefft. Natürlich war ich schon vorher in Gold Liga 1, aber ich habe über 200 Pokis in einer Nacht gemacht. Das ist extrem heavy, was diese Base alles ausgehalten hat. Ich glaube, der Vorteil an der Base ist, dass sogar die Lager hier relativ weit mittig stehen und dass man hier nicht genau weiß, wo die Riesenbomben sind, wegen wenn man mit Riesen- oder Schweinereitern oder so angreift, ist die Base eigentlich relativ gut. Wie gesagt, wo sind denn eigentlich Riesenbomben? Hier ist eine Riesenbombe. Ich habe die Base schon öfters benutzt, auch mal im Stream. Im Übrigen, ich streame manchmal, deswegen mache ich auch ein paar Mal Ankündigungsvideos. Vielleicht dieses Wochenende wieder, mal schauen, wie es von der Zeit her so klappt. Da wir Samstag ja Schule haben, Tag der offenen Betriebe, völliger Bullshit. Auf jeden Fall, die Base kann ich nur empfehlen, Helden relativ weit in der Mitte. Natürlich muss man vorher erst die Kanone kaputt machen, damit man an die Helden oder Ressourcen oder so kommt. Hier genau das gleiche. Deswegen kann ich diese Base wirklich nur empfehlen. Ich habe diese Base auch von Fly bekommen. Im Übrigen, ich werde seinen Kanal verlinken, ist ganz oben. Seine Videos sind nicht ganz professionell, aber jeder hat klein angefangen und deswegen könnt ihr mal vorbeischauen. Auf jeden Fall weitere Vorteile der Base. Die Teslen, wo sind denn die hier? Zwei stehen da und zwei stehen in der Mitte. Hier die Magiertürme sind wirklich extrem weit mittig, decken aber trotzdem jeweils zwei Lager ab. X-Bögen in der Mitte, dunkles Lager in der Mitte, ist sogar noch relativ gut geschützt. Die Clanburg, die schützt sogar sehr gut und man bekommt die Clan-Truppen verdammt schwer raus, wenn man sich das hier so anguckt. Wenn man hier zum Beispiel einen Riesen vorschickt, der kommt nicht in diese Range rein, hier bei der Kanone, genauso. Da auch, hier beim Bogenschützenturm auch, hier kommt der Riese auch nicht dran. Ups. Hier kommt er auch relativ schlecht dran. Deswegen habe ich diese Base auch als Clankriegs-Base eingestellt, da die wirklich relativ geil ist. Kann die wirklich nur empfehlen, nur das Rathaus steht etwas weit außen, aber das macht nichts. Man kommt trotzdem relativ schwer ins Rathaus dran. Und wenn das Rathaus, wenn man da wirklich mal rankommen sollte, dann kriegt man meistens nur einen Stern. Das habe ich wirklich beobachtet. Ich versuche demnächst mal, wenn meine Mauern alle auf 8 sind und ich so langsam auf 9 gehe, mal auf Pokis und Trophies zu gehen. Pokis Trophies, genau. Auf Pokis zu gehen und dann kann ich euch einige Verteidigungen zeigen. Und dann seht ihr, wie geil diese Base eigentlich ist. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ich sollte den Luftweger mal einbauen, ne? Habe ich gar nicht jetzt bedacht. Ich lasse mir noch was einfallen, wo der reinkommt. Dann würde ich sagen, das war's am heutigen Part. Wenn ihr weitere Folgen seht, wo ich vielleicht Rathaus-Level 7 oder 8er Bases vorstelle, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Mache ich wirklich sehr gerne, wenn ich euch damit helfen kann. Ich suche mir dann schöne raus oder vielleicht könnt ihr mir auch welche schicken. Ich weiß nicht, ob man per YouTube, per Nachrichten irgendwie Bilder schicken kann, aber falls das geht, könnt ihr es ruhig machen. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.